Heimatlos von Max Hermann Neisse. Wir ohne Heimat irren so verloren und sinnlos durch das fremde Labyrinth. Die Eingeborenen plaudern vor den Toren vertraut im abendlichen Sommerwind. Er macht den Fenstervorhang flüchtig wehen und lässt uns in die lang entbehrte Ruhe des sicheren Friedens einer Stube sehen und schließt sie vor uns grausam wieder zu. Die herrenlosen Katzen in den Gassen, die Bettler nächtigend im nassen Gras sind nicht so ausgestoßen und verlassen wie jeder, der ein Heimatglück besaß und hat es ohne seine Schuld verloren und irrt jetzt durch das fremde Labyrinth. Die Eingeborenen träumen vor den Toren und wissen nicht, dass wir ihr Schatten sind. Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich spreche heute über das Gedicht Heimatlos von Max Hermann Neisse. Ich habe von diesem Autor auch schon das Gedicht Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen hier auf meinem Kanal präsentiert. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Und heute möchte ich über dieses Gedicht hier sprechen, in dem er wieder diese Erfahrung des Exils und des Fremdseins aufarbeitet. Aber anders als im anderen Gedicht, Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen, wo es sehr um die Sprache als Heimat geht, sehr um das Schicksal eines entwurzelten Dichters. Anders als in dem Gedicht geht es in diesem Gedicht um die Erfahrung der Heimatlosigkeit. Und wir haben hier wieder diesen Begriff der Heimat. Man könnte sagen, dass das ein sehr deutscher Begriff ist. Denn Heimat ist so viel mehr als nur ein Herkunftsland. Heimat ist fast schon ein Zustand. Man ist in der Heimat, man ist irgendwo beheimatet und dadurch hat man einen gewissen Status auch, einen gewissen Seelenzustand und der ist hier verloren gegangen. Wir ohne Heimat, wir haben diese Heimat nicht mehr. Wir sind verloren und wir irren. Sinnlos durch das fremde Labyrinth. Das ist hier der Beginn dieses Gedichts. Wenn wir die Form anschauen, haben wir vier Strophen mit jeweils vier Versen, also vier Quartette. Das ist eine Form, die Max Hermann Neisse relativ häufig verwendet hat. Wir haben ja auch wieder einen Kreuzreim. Was hier auffällt bei diesem Gedicht ist dieser Kreis, der sich am Ende des Gedichts schließt. Wenn wir nämlich die Reime anschauen, dann haben wir den ersten Reim, den ersten Vers, A, wir ohne Heimat irren so verloren und B ist sinnlos durch das fremde Labyrinth. Verloren, Labyrinth. Und in einem Kreuzreim, das wisst ihr, kommt dann nochmal A und dann nochmal B. Also auf verloren reimt sich dann Toren, das ist das zweite A, und dann kommt der Sommerwind. Und in der allerletzten Strophe ganz unten und hat es ohne seine Schuld verloren, da kommt A zurück. Und dann kommt nochmal das Labyrinth. Und dann kommen die Träumen vor den Toren und dann, dass wir ihr Schatten sind. Das heißt, es endet mit denselben Reimen, wie es begonnen hat. Und hier schließt sich der Kreis und man könnte sagen, wir sind im Labyrinth im Kreis gelaufen. Denn auch dieses Gedicht ist ein bisschen ein Labyrinth. Wir ohne Heimat, wir irren durch das fremde Labyrinth und wir wissen gar nicht, wo wir sind und wir kennen uns nicht aus. Und dann gibt es die Eingeborenen. Wir haben ja also zwei Gruppen. Einerseits wir ohne Heimat, dieses Kollektiv, aber immerhin, es ist ein Wir, es sind mehrere, die dasselbe Schicksal teilen. Und da könnte man meinen, das sind jetzt eine Schicksalsgemeinschaft und halten zusammen. Nicht unbedingt, denn sie sind verstreut und verloren. Und am Ende kämpft dann doch wieder jeder für sich allein. Und die Eingeborenen, die schon da sind, die stehen vor den Toren und die plaudern im
abendlichen Sommerwind. Das ist ein schönes Bild. Die stehen vor den Toren, es ist alles offen, es ist alles angenehm, es ist Sommer, ein Sommerabend. Die reden ein bisschen als eine schöne Szene, aber eine schöne Szene nur für die Eingeborenen. Die anderen irren im Labyrinth herum und sind eigentlich eingesperrt und nicht frei und nicht offen. Dieser Sommerwind kommt dann in der zweiten Strophe vor, er macht den Fenstervorhang flüchtig wehen. Das heißt, ich laufe vielleicht durch eine Stadt, stelle ich mir jetzt gerade vor, und sehe ein offenes Fenster und da ist ein Vorhang, aber der weht durch diesen Sommerwind und jetzt kann ich reinschauen in die lang entbehrte Ruhe des sicheren Friedens einer Stube. Die wohnen da und die haben es da drinnen gut miteinander. Und wir, die Heimatlosen, wir können da reinschauen. Der Sommerwind hat den Vorhang geöffnet für uns und wir schauen da rein. Oh, und das wäre so schön. Aber dann wird dieser Vorhang wieder zugezogen, grausam. Wird dieses Bild geschlossen, denn wir dürfen da nicht reinschauen. Und dieses Bild des Vorbeigehens und in ein Fenster hineinschauen und in dieses Fenster wie in ein anderes Leben hineinschauen. Das kommt in manchen Gedichten vor. Vielleicht fallen euch da auch Beispiele ein. Dieses Ich bin da draußen und da drinnen, da ist das Leben, das ich mir vielleicht selbst erträumen würde, aber ich muss draußen bleiben. Die dritte Strophe ist vielleicht die bitterste. Die herrenlosen Katzen in den Gassen und die Bettler sind nicht so ausgestoßen und verlassen wie jeder, der seine Heimat verloren hat. Also die herrenlosen Katzen, die herumschleichen und die maunzen und vielleicht sich bei irgendeiner Türschwelle aufstellen, miau, miau, fütter mich, die sind weniger ausgestoßen und weniger verlassen, weil die finden vielleicht jemanden, der ihnen ein Schälchen hinstellt mit ein bisschen Futter. Die haben vielleicht ein bisschen Anschluss. Und die Bettler nächtigen dem nassen Gras. Das ist eine natürlich gefährliche Romantisierung hier, dass die Bettler es besser haben als jeder, der ein Heimatglück besaß. Denn auch die Bettler, die sind vielleicht Bettler von hier, aber sie sind ja auch ausgestoßen. Trotzdem hier die Erzählung, uns geht es noch schlechter, denn wir hatten mal ein Heimatglück. Ich muss sagen, dass ich mit dem Vers nicht so ganz glücklich bin. Das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Denn ich finde, ein Bettler, der im nassen Gras liegt, der ist vielleicht genau in derselben Position und der hat vielleicht auch sein Heimatglück verloren. Aber das wird hier nicht angenommen. Hier wird angenommen, dass die Bettler ja vielleicht schon arm geboren sind und vielleicht ist das einfach ihr Lebenszustand und sie haben nicht vorher was Besseres gehabt und haben das verloren, sondern sie waren immer schon so arm. Und das ist weniger schlimm, als einmal das Glück besessen zu haben und es aber dann verloren zu haben, wird hier erzählt. Und es wäre dann unsere Aufgabe, wenn wir das interpretieren, zu überlegen, ob wir diese Aussage, ob wir die gut finden oder wie wir die finden. Aber denkt immer dran, wenn ihr in einer Interpretation dann drüber schreibt, bitte immer kennzeichnen, das ist das, was im Text steht und was aus dem Text hervorgeht und das ist jetzt, was ich drüber denke. Deswegen sage ich, ich selber sehe das jetzt nicht so, aber hier in diesem Text wird das so dargestellt, dass der Bettler, der arm ist, eigentlich besser dran ist als jemand, der es mal besser hatte und dann alles verloren hat. Das ist hier diese Haltung. Jeder, der ein Heimatglück besaß und hat es ohne seine Schuld verloren und irrt jetzt durch das fremde Labyrinth. Das ist das Schlimmste, Schlimmste überhaupt. Denn ich hatte es mal gut und das ist alles weg und verloren. Und jetzt irre ich durch dieses Labyrinth der Fremde und finde keinen Einlass, finde keine Ruhe in einer friedlichen Stube. Und dann endet es hier wieder mit dem Bild der Eingeborenen, die vor den Toren sind, also die Einheimischen, die von hier sind, denen es gut geht, die träumen vor den Toren. Sie sind frei, sie sind auch frei zu träumen. Aber sie wissen nicht, dass wir ihr Schatten sind und dass wir
Das sind diese Heimatlosen. Das heißt, die, die die Heimat haben und die, die die Heimat verloren haben, die haben eine sehr enge Beziehung zueinander. Die einen sind der Schatten der anderen. Das heißt, die Heimatlosen gehören zu denen, die Heimat haben und sind eigentlich, ja, wie so das Negativbild. Also ich meine das jetzt nicht im Sinne von das schlechte Bild, sondern das Negative. Vielleicht wie sie das bei einem Foto, gibt es ja das Positiv, das ist das Foto, das wir sehen. Und dann gibt es, das war noch in der Zeit, als man Fotos noch entwickelt hat aus dem Fotopapier. Und dann gibt es das Negativ, wo das quasi alles verkehrt dargestellt ist. Und wir sind der Schatten von denen, die schon da sind. Das heißt, wir waren mal sie, wir waren mal Eingeborene und wir haben das verloren. Und sie sind jetzt die Eingeborenen, aber sie könnten das gleiche Schicksal haben wie wir. Sie könnten zu uns werden. Wir stehen zueinander, eben wie positiv und negativ, wir gehören zusammen. Und das ist hier dieses Endbild. Die Eingeborenen träumen vor den Toren. Sie sehen uns nicht in unserem Labyrinth, in unserer Verzweiflung, in unserer sinnlosen Herumirrerei. Das ist ihnen ganz egal. Die haben ganz andere Themen, ganz andere Träume. Aber sie wissen nicht, wie nahe wir uns eigentlich sind. Und dass wir mal sie waren. Und dass sie zu uns werden können. Das ist ein bisschen das Verhältnis von den Lebenden zu den Toten. Aber hier geht es eben auch darum, sie wissen nicht, dass wir ihr Schatten sind. Wir gehören zu ihnen. Wir waren auch mal so. Das Interessante in diesem Gedicht, ich habe gesagt, dieses Gedicht ist ein Labyrinth. Dieses Gedicht ist auch ausweglos. Dieses Gedicht gibt keine Perspektive. Da gibt es nicht noch etwas, das folgen wird. Da gibt es nicht eine Erlösung, einen Hoffnungsschimmer. Davon ist hier nichts zu spüren. Wir schauen in diese Fenster rein, wir sehen diese friedlichen Stuben, aber sie schließen sich vor uns. Das ist nichts mehr, das wir bekommen können. Wir sind in diesem Labyrinth gefangen. Und die Eingeborenen, die vor den Toren stehen, die nicht gefangen sind, die in der Freiheit sind, die wissen nichts von uns, die haben keine Beziehung zu uns. Wir sind ihr Schatten, denn wir waren eins wie sie. Wir waren vielleicht auch so ignorant wie die. Wir haben vielleicht auch nicht geahnt, was unser Schicksal wird und wie schnell das gehen kann, dass wir alles verlieren. Aber jetzt sind wir nur noch in diesem Labyrinth gefangen, irren herum, ohne Ausweg, ohne Perspektive. Und auch dieses Gedicht endet ohne Ausweg und ohne Perspektive. Das ist sehr, sehr bitter. Man wünscht sich ja immer, also mir geht es jedenfalls so, man wünscht sich ja immer, dass aus der Poesie eine Kraft kommt, so ein Lebenswiderstand, sowas aufbegehren, so ein Trotz, ja, dass man sagt, ja, und ich werde schon trotzdem irgendwie, das ist hier nicht, das ist überhaupt nicht vorhanden. Hier geht es den Katzen und den Bettlern und allen geht es besser, aber wir sind ganz unten angelangt, wir haben das schlechteste Schicksal und das ist alles ganz furchtbar, das ist die Verzweiflung. Da ist eine Verzweiflung zu spüren, die keinen Raum mehr lässt für irgendetwas Positives. Solche Gedichte können einen ganz schön runterziehen. Trotzdem ist es wichtig, dass man die liest. Trotzdem ist es wichtig, dass man sich mit denen auseinandersetzt. Auch mit diesen Autorinnen und Autoren, die dieser Verzweiflung Ausdruck verleihen. Denn eigentlich steckt darin doch wieder ein Trost. Und nämlich der Trost, dass man selbst mit seiner Verzweiflung nicht allein ist. Und dass das ganz vielen so geht und ganz vielen so gegangen ist, dass sie Momente hatten, und vielleicht waren es nicht nur Momente, sondern vielleicht war es wirklich eine sehr lange Zeit ihres Lebens, wo sie keinen Ausweg mehr gesehen haben. Denn dieser Druck, immer was Positives zu sehen, dieser Druck, immer daran zu glauben, dass es besser wird und es kommt schon noch und ja, und, das ist ja auch schwierig, wenn man sich so verzweifelt fühlt. Dann ist es manchmal tröstlich zu wissen, zu verzweifeln ist etwas sehr Menschliches, das passiert. Das passiert ganz vielen. Es muss nicht der Endpunkt sein, aber es ist ein sehr menschlicher Punkt. Und es ist etwas, das uns mit ganz vielen anderen verbindet. Wir sind damit nicht allein. Dieses Schattendasein ist nicht etwas Außergewöhnliches, Singuläres, sondern
Man ist da in sehr, sehr guter, sogar in sehr, sehr prominenter Gesellschaft. Es ist ein kleiner Trost. Es ist vielleicht gar kein Trost. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Für mich ist es schon so. Wir haben auch das Recht, manchmal zu verzweifeln. Wir haben den Raum für Verzweiflung. Verzweiflung ist ein Teil des menschlichen Lebens. Und es ist kein Scheitern, wenn man verzweifelt, sondern es ist menschlich, dass man verzweifelt. Es gibt ganz viel, weswegen man verzweifeln kann. Trotzdem, das ist jetzt noch ein persönlicher Wunsch, den ich hier anfügen möchte, trotzdem ist zu hoffen, dass diese Verzweiflung doch nicht der Endpunkt ist. Und dass es aus diesem Labyrinth vielleicht doch einen Ausweg geben kann. Vielleicht nicht jetzt in diesem Moment. Vielleicht nicht heute und vielleicht auch nicht in den nächsten Tagen. Aber dieses Labyrinth muss nicht der Endpunkt sein. Es kann trotzdem weitergehen. Dennoch ist die Verzweiflung etwas, das einen Platz haben darf. Das ist jetzt natürlich ja, ein bisschen gewagt, dass ich darüber hinausrede. Das ist natürlich ein bisschen jenseits von diesem Gedicht, aber ich finde, manchmal sollte man auch diesen Dingen einen Raum geben. Ich möchte hier meinen Kanal auch dafür nutzen, diesen Dingen einen Raum zu geben, denn ich weiß, wie viele da draußen, vor allem wie viele junge Menschen da draußen auch, sich sehr allein fühlen, sich sehr verzweifelt fühlen. Und nicht immer kann man da jetzt einen billigen Trost finden und sagen, naja, das kommt schon, das wird schon wieder und Kopf hoch und du machst das schon. Die Poesie, die Dichtkunst ist ein Dokument menschlicher Verzweiflung und trotzdem auch ein Dokument von Widerstandskraft, beides gleichzeitig. Und vielleicht gibt euch das auch einen ganz kleinen Schubs, einen ganz kleinen Trost. Das wäre jedenfalls mein Wunsch, hier an dieses Gedicht die Heimatlosen und die Eingeborenen, die zusammengehören. Und die einen und die anderen hängen zusammen und vielleicht kann man auch wieder zurückfinden in diese Gemeinschaft und in dieses Gemeinsame. Wir sind nicht allein in all dem. Das vielleicht gebe ich euch mit. Ja, danke fürs Zusehen und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video.